freue mich außerordentlich, hier zu sein und werde vermutlich ziemlich stark in die Gegenwart gehen, was meines Erachtens aber auch sehr aktuelle Relevanz hat, denn es geht ja auch um die städtischen Räume, es geht um die gesellschaftlichen Räume, die wir nun gerade heute haben. Platz der permanenten Neugestaltung, das Abenteuer der öffentlichen Selbstreflexion seit den 1990er Jahren, ist sehr imprägniert von der eigenen Sozialisation, bedeutet, in den 1990er Jahren habe ich begonnen, mich mit der Frage zu beschäftigen, was wir als Institutionen tun, wenn wir in Institutionen als Kunsthistoriker, als Kuratoren oder auch als Kritiker zu tun haben. Und Platz der permanenten Neugestaltung ist ein Zitat einer Arbeit von Andreas Siegmann aus dem Jahr 1993. Und dies erklärt auch diese Zeitlichkeit, die ich da hineingebracht habe. Die Idee von Kunst im öffentlichen Raum hat sich in den 1990er Jahren verändert. Diese Veränderung ist Bestandteil der Institutionskritik, die in dieser Zeit aufgekommen ist und aus meiner Perspektive eine ganz wesentliche Funktion hatte, die Bedeutung von Kunst am Ende der Moderne zu betrachten und zu reflektieren. Generell und über allem die Frage, was ist aus den künstlerischen Avantgarden geworden? Spezieller auf den öffentlichen bzw. den gesellschaftlichen Raum außerhalb der Museen, der Kunstvereine, der Sammlerwände und Wohnzimmer bezogen, was ist aus der modernen Vision einer gesellschaftlichen Funktion von bildender Kunst geworden? Meiner Ansicht nach ist auch der öffentliche Raum ein Raum, der zum Denkraum der öffentlichen Museen gehört. Öffentliche Museen, seien es Institutionen in städtischer oder in Landeshand, sind idealerweise interessiert an ihrem Umfeld. Sie wollen nicht isolierte Elfenbeintürme sein, sondern aktiver Bestandteil der Stadt. In ihren Kriterien künstlerische Auseinandersetzung auch ausstrahlen auf Bereiche, die außerhalb des Museums liegen. Sowohl Künstler als auch Kuratoren und Kritiker haben die Städte in den 1990er Jahren inspiziert und dabei zweierlei herausgefunden. Erstens guckt meistens keiner hin, wenn da irgendwo schon seit längerem Kunst im öffentlichen Raum steht. Zweitens guckt fast jeder genau hin, warum seit jüngstem Kunst in den öffentlichen Raum zu stehen kommt. Denn es ist zu erwarten, dass da jemand ein Interesse hat. Und zwar nicht unbedingt ein öffentliches, sondern ein privates. Ganz so wie der gesamte öffentliche Raum nicht mehr selbstverständlich ein tatsächlich öffentlicher Raum ist, sondern viel öfter ein privater. Bestes Beispiel, härteste Konstellation, der von Hartmut Medorn im Jahr 2007 befohlene riesige Koloss vor dem Berliner Hauptbahnhof, das Rolling Horse eines mit ihm befreundeten süddeutschen Bildhauers. Von dem Chef der Deutschen Bahn persönlich gewünscht und mit den Bahnmitteln auf den öffentlichen Platz gebracht, ohne Wettbewerb, ohne kommuniziertes Budget, ohne Beachtung der Regeln, die einmal in den 1950er Jahren für die Kunst im öffentlichen Raum, respektive zunächst Kunst am Bau, entstanden und die da lauteten, es muss ein Budget da sein, um Kunst zu finanzieren, wenn öffentliche Architektur gebaut wird. Und es muss einen transparenten öffentlichen Auftrag für diese Kunst geben, das heißt einen Wettbewerb, ein eingeladenes Verfahren, eine Entscheidung, die sich aus der öffentlichen Gesellschaft ableitet. Dies ist die erste gleichermaßen gesellschaftliche und politische Perspektive der Kunst im öffentlichen Raum. Die zweite ist eine der Energie in der Kunst, mit der Gesellschaft zu agieren. Eben jenes Abenteuer der öffentlichen Selbstreflexion zu initiieren. Ich behaupte, wir brauchen dies und dass die Künstler und die Museen daran zurzeit arbeiten, davon bin ich auch überzeugt. Und deswegen zeige ich Ihnen einige konkrete Beispiele und ich möchte Ihnen zunächst einmal ganz konkret auch darstellen, dieses, wie ich finde, fulminante Projekt von Andreas Siegmann aus dem Jahr 1993, der nämlich bei Sohnsbeck 1993 in Arnhem nichts auf den öffentlichen Platz gestellt hat als eine rote Kiste,
mit kleinen Cookies und da konnte man sehen, was denn alles die Gedanken über den öffentlichen Raum sind. Und dort guckten die Leute dann hinein. Es handelte davon, was im öffentlichen Raum denn so die Entscheidungsträger sind. Und da sind ja in erster Linie die öffentlichen Planungsbüros. Also können Sie sehen, Andreas Siegmann zeichnet hier die Entscheider in erster Linie. Und Sie sehen auch, einige von Ihnen kennen wahrscheinlich die beschauliche Stadt Arnhem. Sie sehen aber, die Vorbilder sind natürlich im Zweifelsfall sehr große Städte, sehr große Pläne, Entwürfe der Stadtplanung. So gab es bei Andreas Siegmann den Platz für die Mitarbeiter der Planungsbüros. Und jetzt beginnt's. Andreas Siegmann stellt dar, erstens, dass das dann immer ein großes Vorhaben der Stadt ist. Das wird annonciert, dass die Stadt Arnhem was Großes vorhat. Das Zweite ist, diejenigen in der Stadt, die etwas vorhaben, haben unter Umständen eine Vorstellung. Und allzu oft ist diese Vorstellung natürlich eine, die von ganz bestimmten Sehnsüchten gefüttert wird, die sich schwer erfüllen lassen. Also in Arnhem schwärmen Planer höchstwahrscheinlich von einem Platz wie in Siena. Ob in Siena man sich wünscht, einen Platz wie in Arnhem zu haben, das wissen wir nicht. Aber Andreas Siegmann zeichnet mal das Hin und Her, was da entstehen kann in der Kommunikation darüber, was ist historischer Stadtraum, was ist gegenwärtiger Stadtraum. Und ich zeige jetzt, um das abzukürzen, es ist ein wunderbarer großer Band erschienen und uns glücklicherweise gehört uns inzwischen diese Arbeit. Sie können sie also im Museum Abtalberg auch sich einmal komplett angucken, es ist wie ein Comicstrip. Um das abzukürzen, der Platz der Teenies ist vielleicht der für Sie am eindringlichsten andere Platz, verglichen mit dem Platz der Planungsbüros. Wenn die Teenies nämlich überlegen, was sie mit dem Platz vorhaben oder was man machen würde, wenn man diesen Platz dann endlich selber nutzen könnte als Teenies, dann kommen da Dinge bei raus, die haben sehr viel mit Farbe zu tun, die haben mit einer Veränderung auch des öffentlichen Raums dahingehend zu tun, dass man sich in ihm aufhalten will. Und es hat mit Lärm zu tun, das heißt, nachts ist das unter Umständen der große Konflikt dieses öffentlichen Raums, wenn die Teenies sich durchgesetzt haben. Und alle anderen haben was dagegen und davon handeln eigentlich fast alle anderen Kapitel bei Andreas Siegmann, dass immer jemand was dagegen hat. Und damit kommen wir zur Unmöglichkeit eigentlich des öffentlichen Raums, dass also die Modelle sehr gegeneinander stehen, dass also, eben wurde schon angesprochen, die Kunst im öffentlichen Raum ist ein Problem. Man könnte auch sagen, der öffentliche Raum selber ist ja ein Problem, weil wir ja uns nicht einig darüber sind, wie wir ihn nutzen wollen, was wir damit wollen eigentlich. Und so ist für uns Andreas Siegmann eigentlich, ich glaube, ich will verallgemeinern, ich sehe auch Gregor Jansen, ich sehe Michel Kubel, ich glaube, es ist für uns alle irgendwo ein Einstieg in ein neues Denken gewesen, weil es darum ging, in der Kultur nochmals über diese Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum und die Stadt nachzudenken. Und irgendwann in den 90er Jahren begann es. Und wenn ich jetzt über einige Projekte im Museum Abtalberg spreche, dann sind es Projekte, die sich eigentlich daraus erklären, dass wir jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Zugriff auf diesen öffentlichen Raum haben. Nicht im Sinne davon, dass wir ihn wirklich übernehmen oder hier dieses ehemalige Stadttheater nochmal übernehmen konnten, sondern dass wir mitdenken und unter Umständen auch bestimmte Prozesse gemeinsam mit der Bevölkerung einfach in eine bestimmte Richtung bringen. Dies war also das alte Stadttheater in Mönchengladbach. Das wurde überflüssig, weil aus Mönchengladbach und Reit eine Stadt wurde. Und wir haben während der Generalsanierung des Museums Abtalberg es für eine Zeit als eine ganz große Kunst im öffentlichen Raum genutzt. Und zwar eben so getan, als wäre es ein Museum. Es wurde von Realities United produziert und es wurde drinnen im ehemaligen Theaterfoyer wurde Programm gemacht. Das Ganze ist eine ganz große Camouflage, man könnte auch sagen ein Guillaume Beil in einem städtischen Format. Also es wird behauptet, da ist etwas und es ist nicht da. Und der Erfolg war einer, dass wir mitten in der Stadt ankamen. Anders als das Museum Abtalberg waren wir mittendrin. Und es wurde klar, das Museum will etwas mit der Stadt zu tun haben. Wir haben dies ausgeweitet auf eine Dimension, die mir im Nachhinein
viel programmatischer jetzt erscheint, als sie damals vielleicht überhaupt gedacht wurde. Weil alles war ein Experiment, alles war offen, nichts war Auftragskunst, nichts war vorher bestimmt, sondern es ging zunächst mal um Gespräche. Und was Sie hier sehen ist, oder wen Sie hier sehen, das ist der Kulturdezernent der Stadt Mönchengladbach, Dr. Gerd Fischer, der die Gettysburg Speech abwandelt auf die Künstler im öffentlichen Raum. Dies Ganze entstanden 2007 dann im Museum X mit einem großen Kranz und mit einer Gedenkplatte für die Kunst im öffentlichen Raum. Und das Ganze, hier vorne sehen Sie Rita McBride, Markus Ambach und andere, die diesen Kranz dann in einer Zeremonie nach der Speech hineintragen und schließlich zu einem Memorial ausarbeiten. Und dort beginnt oben auf dieser Spiegelwand ein großes Lamento darüber, dass die Künstler doch so viel für die Öffentlichkeit tun wollten, aber keiner hat sie gewollt. Und die ganze Fragestellung der Kunst in der Moderne wird dort aufgerollt. Das Ganze ist ein Text, der gar nicht so lang ist, aber im Grunde noch einmal das ganze Szenario der Moderne, ihrer Visionen und vielleicht auch ihrer Enttäuschungen darstellt. Dieses Projekt war für 4 Wochen öffentlich zugänglich, war ganz offen. Es war im Grunde ein offener Raum. Und wir haben in diesem Museum X im Grunde gemerkt, dass wir mit der Stadt wirklich auch dann kommunizieren können darüber, was man an so einem Ort macht. Ich werde Ihnen später zeigen, was daraus geworden ist. Das war etwas ganz anderes. Ich möchte Ihnen aber auch nochmals schildern, ich hatte eben gesagt, was machen die Denkmäler, wenn sie älter werden? Sie sprechen nicht mehr mit uns. Wir haben einige Vorhaben daraus in diesen künstlerischen in den Gesprächen mit Künstlern entwickelt, wo es konkret darum ging, was macht man denn, um ein Denkmal wieder zum Sprechen zu bringen. Hans Jonas ist ein berühmter Sohn der Stadt, ist der Namensgeber des Parks neben dem Museum. Und Hans Jonas hat so eine kleine Skulptur mal irgendwann bekommen, wo er auch noch sehr karikaturenhaft im Grunde, man könnte fast sagen, rassistisch und antisemitisch dargestellt wurde. Aber da will ich gar nicht so ins Detail gehen. Es ist eine sehr eigenartige Denkmalfunktion dort umgesetzt worden. Und hier ist es wiederum Andreas Siegmann, den wir eingeladen haben, aus diesem Denkmal was Sprechendes zu machen. Und Sie sehen dort die ganze Klimafrage, die Frage des Klimawandels und der Klimachecks, also der wirtschaftlichen Ummünzung, die sich in den vergangenen Jahren ergeben hat. Und wer Hans Jonas kennt, das Prinzip Verantwortung, weiß, Hans Jonas ist eigentlich der erste ökologische Philosoph gewesen. Und all das erzeugt einen ganz großen Hintergrundfilm für das, was uns heute beschäftigt, nämlich Klimawandel, die ganze Frage dessen, wohin sich die Welt entwickelt. Und was Sie jetzt hier erkennen können, ist im Grunde unser Außenraum des Museums. Und dieser Schmerzmantel oder Schimpfmantel, er ist wirklich hergeleitet aus Sigmar Polkes Schimpfmantel, der enthält also all diese Diagramme. Und die Leute, die Sie drumherum sehen, sind diejenigen, die das auch mit gemalt haben. Und da begann für uns ein Zusammenarbeiten auch mit Leuten aus Jugendzentren, aus den Gegenden, die ganz nah am Museum sind und in der klassischen Lesart eigentlich etwas ganz anderes als das Museum, nämlich die reale Welt, das draußen. So setzt sich das fort in 2 Beispielen, wo ich Ihnen darstellen möchte, Kunst im öffentlichen Raum ist dann unter Umständen eine Proposition, das wird ja auch von Mischa Kubal als Begriff verwandt, eine Proposition, die sich zunächst mal temporär dahinstellt, hinhängt, eine Lampe, wie von Alex Morrison. Und es kann dann aber passieren, dass aus dem Temporären das Stationäre wird. Und ich kann Ihnen sagen, das ist unter Umständen nicht so schlecht, wenn Künstler und Museum zunächst mal gar nichts Stationäres vorhaben und dies ein Wunsch in der Bevölkerung wird. Und so geschah es. Es ist eine ziemlich vernachlässigte Gasse in Mönchengladbach. Die hatte noch nicht mal einen Namen. Das ist einfach nur irgendwie so eine Restfläche gewesen. Da wollte auch keiner hin, weil da so viele Graffitis sind. Und weil man dachte, da ist ganz viel Droge im Spiel.
Alex Morrison hat genau diese Gasse entdeckt. Er hat sie Traumstraße genannt. Gibt es gar nicht auf der Welt. Also das ist die einzige Traumstraße jetzt auf der Welt. Und er hat diese Lampen in Anknüpfung an Arts and Crafts entwickelt. Und das ist etwas, was diese Straße so bunt gemacht hat und die Graffitis plötzlich so gut aussehen lässt. Das ist eine ganz interessante Verschiebung des öffentlichen Raums in seiner ganzen Wertigkeit gegeben hat. Und deswegen haben Museumsverein und Politik entschieden, das muss finanziert werden, dass das jetzt ewig brennt. Ja, und jetzt gucken wir, wie lange die Ewigkeit wird, aber es hat keinen Vandalismus gegeben. Und das Ganze ist jetzt schon seit 3 Jahren dort. So, nun komme ich zu einem Projekt, das ganz ähnlich gestrickt ist, zunächst mal auch nur temporär war, von Christian Orzug, der auch hier im Raume ist. Christian Orzug hat genau in dem gleichen Projekt, das nannte sich ein ahnungsloser Traum vom Park, jetzt merken Sie, es handelt von dem Park am Museum, wurde zusammen mit Markus Ambach, mit MAP hier in Düsseldorf kreiert und ist ein fortlaufendes Projekt geworden, in dem wir, wie ich eben schon sagte, eigentlich von einem Gedanken zum nächsten kamen. Und ein nächster Gedanke war bei Christian Orzug, hier eine Hommage an Hans Hollein in den Park zu setzen, also eine Hommage an den Architekten des Museums Abteilberg. Und zwar aus dem Müll von einem alten Schwimmbad, das leer steht, wie so vieles in solch einer Stadt wie Mönchengladbach. Und das ist die alte Klimaanlage und die spielt jetzt hier großes Triumphtor und hat auch eine Binnenarchitektur, die hat ganz viele Referenzen an Hans Hollein, auch dessen Medialinien im Olympiapark in München. Und da sind Burger King-Bänke eingegossen worden und das Ganze ist eine Partyzone. Also das ist etwas, wo man abends oder nachts hingehen kann und dann macht man, was man will. Und das funktioniert sehr gut und es ist auch sehr stark genutzt zum Knutschen. Und das ist ja etwas, was eigentlich auch eine Uraufgabe des Parks ist. Wir arbeiten also auch mit ganz bestimmten Sehnsuchtsmotiven. Und die haben wir gar nicht selber so gewollt, sondern wir haben gemerkt, so geschieht's. Es ist einfach so, in dem Moment, wo dieser Raum da ist, dieser Ort sich gewandelt hat, ist er wieder so ein fantastischer Ort auch. Wir haben, wie einige vielleicht von Ihnen mitbekommen haben, dann ein sehr großes Projekt gemacht. Das möchte ich Ihnen schildern, weil ich denke, da sind ganz kardinale Aspekte der Städte drin versteckt. Und dies ist wiederum Rita McBride gewesen, die uns darauf gebracht hat. Rita McBride hat in einem Wettbewerb mitgewirkt, den wir gemacht haben, als wir den Platz vor diesem Stadttheater, der nun dann ein Einkaufszentrum wurde, das werden Sie gleich sehen, neu fassen sollte. Es sollte überhaupt ein Platz dort entstehen und da gab es vorher nichts Richtiges. Also ein Innenstadtplatz. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein ziemlich erstaunliches Dokument. Es handelt nämlich von den Eselswegen, die der Ursprung des Städtebaus sind oder ein Ursprung. Und Le Corbusier hat sich da sowohl positiv als auch negativ ziemlich lang darüber ausgelassen, bevor er dann seine städtebaulichen Vorstellungen für die Moderne definierte. Ich zeige Ihnen hier jetzt den Reprint. Es ist äußerst interessant zu lesen. Sie sehen Stadtgrundrisse verschiedener Zeit und Sie sehen, wie sich Le Corbusier im Grunde auch mit Stadtgrundrissen beschäftigt, die, wie Sie jetzt ganz gut erkennen können, von der Kurve bestimmt sind. Und die Kurven sind, wenn Sie den Text jetzt vielleicht nicht so deutlich lesen können, die Kurven sind dann diese Eselswege. Und die Eselswege sind die, die genommen werden, weil es cleverer ist. Ein Esel hat im Grunde immer versucht, sich durch das Gelände so zu bewegen, dass er Hindernissen ausweicht. Und ein Esel ist also demzufolge erstens ein ganz wichtiges Lasttier quer durch die Geschichte gewesen, ist aber auch ein intelligentes Tier. Dies Ganze ist aber etwas, was Le Corbusier für die Moderne für völlig falsch hält, weil er sagt, der Mensch ist jetzt derjenige, der sich bewegt. Wir sind von den Eseln befreit. Die Autos machen es möglich und unsere Fortbewegung wird fortan in klaren, radialen Straßen vor sich gehen. Dies ist der Grundtenor dieses Buchs Städtebau von 1924.
Und ich zeige diese paar Seiten, weil sie wurden dann zur Grundlage eines Projekts von Rita McBride, das zunächst auf eine wahnsinnige Kritik gestoßen ist. Das hier ist nur ein Beispiel. Die Stadt macht sich zum Esel, weil nämlich Rita McBride den Esel und dessen Wege als die Basis für diesen neuen städtischen Platz betrachtete. Sie können hier die ersten Linien sehen. Sie sehen hier auch mal ganz beispielhaft, was dann für Kommentare kommen, nämlich die Stadt schafft sich ab und wird wieder zum Dorf. Dann können Sie sich vorstellen, der dumme Esel hat eine ganz große Rolle in solchen Kritiken. Hier sehen Sie den Platz auf halber Strecke und es ist ein großer neuer Platz mitten in der Stadt, neben dem Museum auch. Und da haben wir wiederum gemeinsam auch mit Markus Ambach dran gearbeitet, dass dann eine Situation entsteht, die Städtebau und Kunst in einem ist. Und Sie können jetzt erkennen, da sind solche komischen Linien unter den Eseln, das sind Bronzeesel. Und hier zeige ich Ihnen zunächst mal, die Stimmung hat sich gewandelt. Also es wurde ein Konzert von diesem Sonnenhaus gegeben und es wurde plötzlich zu einem schönen Ort. Er ist sehr beliebt und Sie können jetzt hier erkennen, das sind diese Linien, diese krummen Linien, die da vermeintlich radialen Struktur der Stadt widersprechen. Und wenn Sie sich den Grundriss von Mönchengladbach angucken, werden Sie sehen, die Stadt ist wie so viele andere, ich glaube auch Düsseldorf, alles andere als radial, sehr zufällig. Und in vielen Fällen kann man sie sich eigentlich nur herleiten aus dem Weg von Eseln. Und hier in dieser Konstellation können Sie beispielhaft erkennen, wie sich praktisch eine künstlerische Struktur über das Gegebene legt und diese künstlerische Struktur dann plötzlich eine Erklärung auch gibt oder eine ganz bestimmte Geschichte, eine Erzählung dazu herstellt. Dies also unser öffentlicher Raum, der jetzt da neu entstanden ist und in dem die Kunst im öffentlichen Raum einen Bezug herstellt. Ich sagte es ja am Anfang, es ist eine öffentliche Selbstreflexion. Und man kann jetzt gar nicht darstellen, das, was da in dieser Stadt gerade passiert ist innerhalb von 2 Jahren. Es ist nämlich tatsächlich eine Auseinandersetzung damit, was eine Stadt ist. Weil über die Kritik hat sich dann auch eingestellt, dass Leute miteinander debattiert haben und dass dann zum Beispiel hervorgeholt wurde, dass Esel nicht so doof sind und dass ganz bestimmte Strukturen in einer Stadt wie Mönchengladbach eigentlich auch sehr merkwürdig sind. Also man sich zum Beispiel vorstellen muss, das waren früher alles Dörfer und die sind irgendwann zusammengekommen und dabei sind sehr merkwürdige Straßenbeziehungen entstanden. Sie sehen hier, das Ganze ist bis hin zu einem Selfie-Motiv erster Kategorie geworden. Also jeder will sich draufsetzen und es ist etwas, wo praktisch die Stadt in all ihren Dimensionen eigentlich auch wieder sichtbar wird, nämlich dass es auch so ein Lebensort ist, dass es ein Raum ist, an dem verschiedene Dinge ineinander übergehen. Hier sehen Sie diesen Jonaspark, dort hinten auch den Jonasmantel, der da gerade noch ist. Es ist eben auch eine besondere Situation, die wir dort damals erkannt haben, im Laufe der Zeit durch Künstler, die uns nämlich gesagt haben, guckt euch an, das gibt es fast nirgendwo, dass ein städtischer Platz so nah an der Natur liegt und dass er auf der anderen Seite ein Jugendzentrum, ein Seniorenzentrum, ein Einkaufszentrum, Sie haben es nur am Rande gesehen, ich habe es ja fast schon zensiert, aber das Einkaufszentrum war der Auslöser für das Ganze. Und dieses Einkaufszentrum, kann ich ja auch sagen, das sind private, das ist MFI gewesen, die haben das Ganze finanziert. Die haben uns ermöglicht, dass wir dann einfach das machen konnten, was wir wollten. Und da ist der entscheidende Aspekt, was wir wollten. Und das ist der entscheidende Aspekt, es war keine Kunst im Bau, sondern es war eine Kunst im öffentlichen Raum. Und Kunst am Bau ist ja ein weiteres, ich denke mal, ein Feld für eine Tagung auch. Aber es ist zunächst einmal der Übergang von Kunst im Bau zur Kunst im öffentlichen Raum geworden, der aus meiner Perspektive auch ein ganz wichtiger für diese
Art des privaten Engagements wird, weil dann wird es ein öffentliches Engagement, beziehungsweise eines, das sich der Öffentlichkeit widmet. Abschließend möchte ich nochmals auf Andreas Siegmann gehen. Ich habe punktuell nur einiges, es soll ja Impulse sein, auch für eine Diskussion, hier hineingebracht, punktuell, was aber sich auch in Diagrammen immer wieder darstellt. Denn sehen Sie das Diagramm zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten wirklich als eine Matrix, die wir da gerade haben? Die hat Andreas Siegmann 1993 so beispielhaft skizziert. Und denken Sie sich, dass die Bevölkerung, die ja oft sehr passiv oder dann nur kritisch reagiert, dass sie eigentlich auch aktiv werden kann. Und das ist etwas, was hier auch wieder beispielhaft in einer Zeichnung auftaucht und was mir jetzt in Erfahrung gekommen ist, mir als ein Erlebnis auch sehr eindrücklich der vergangenen Jahre, dass wir eigentlich mit der Gesellschaft gemeinsam, mit den Künstlern gemeinsam, mit der Politik und mit all denjenigen, die zur Stadtgesellschaft gehören, gemeinsam denken. Und dies ist etwas, was hier mit CAD sehr, sehr futuristisch einmal im Jahr 1993 skizziert worden ist. Ich denke, seit 1993 sind die Verhältnisse in Städten komplexer geworden. Sie sind, wie eben schon ausgedrückt wurde, auch durch das Digitale ergänzt worden. Aber es sind nach wie vor haptische, physische, gesellschaftliche Räume sehr konkreter Art. Und Künstler arbeiten meiner Ansicht nach zurzeit hier oder dort sehr, sehr präzise daran, von diesen öffentlichen Räumen zu handeln und auch über diese Verhältnisse, die wir in den öffentlichen Räumen haben, zu diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt gespannt auf Mischa Kubals Entwürfe, die er darstellt, und dann anschließend auf die Diskussion. Ja.